Sattel, moin moin und herzlich willkommen hier unten zur ersten Folge von Prison Architect Going Green DLC, das neue DLC hier. Passend dazu machen wir mal einen Knast im Dschungel, wie man sieht hier. Richtig, richtig schön, ne? Wir müssen jetzt gucken, was gibt es Neues. Wir können jetzt selber Gemüse und Pflanzen, überhaupt Pflanzen anbauen. Müssen aber auch aufpassen, weil unsere Häftlinge natürlich dann auch versuchen, dazwischen ihre eigenen Sachen wie mannigfaltige verbotene Substanzen anzubauen, ja. Das heißt, hier werden wir bestimmt mehr mit Drogen zu tun bekommen. Das wollen wir natürlich nicht, ja. Ich würde sagen, getreu unserem neuen Motto, mit Ruhe und Gemütlichkeit, tun wir erstmal ein bisschen planen und schauen, wie es weitergeht. Wir haben ja jetzt, wie viel haben wir? 23 Stunden, also einen guten Tag haben wir Zeit, bis die ersten Häftlinge kommen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal Pläne umsetzen. Nein, erstmal hätte ich gerne Wände. So, wie viel Platz ist das denn hier? Ich glaube, das sind zwei, ne? Müllraum und so weiter. Wir machen hier vorne mal ein bisschen mehr Platz. Wir nehmen erstmal Böden. Nehmen wir Böden. Wir fangen mit 30.000 an. Das geht. Das geht. Wir haben jetzt hier... Haben wir hier nur einen Platz? Ich glaube, wir haben hier nur echt nur einen Platz, ne? Das wäre ein bisschen blöd. Wir machen mal so drei breit, ja? Weil später werden wir die beiden Räume hier wegmachen. Das heißt, wir haben hier noch ein bisschen Platz. So, da können die Kacheln hin. Jetzt können wir hier planen. Oder auch nicht. So, Wände. Wir machen mal gerade etwas schneller, dass die Kollegen hier die Platten hinlegen. So, das heißt, hier so soll die Wand hin. Wir machen mal eine Tür, eine normale Tür. Kann ich hier auch noch wechseln. Personaltür, Besuchertür, Gefängnistür. So, ich möchte eine Gefängnistür hier drin haben. Dass da nicht jeder einfach durchgeht. Ne? Dann müssen wir es erstmal hier lang machen und hier lang machen. Drei breit könnten wir den Gang auch erstmal lassen. So. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier Büros rankriegen. Machen wir das diesmal hier oben hin? Ich würde sagen, wir machen hier oben mal unseren... Ja, das war schon sehr clever. Unseren Bürotrakt erstmal hin, den wir brauchen. Weil wir wissen ja, wir brauchen... Können wir eigentlich schon... Nein. Können wir noch nicht. Okay. Personal. Wir brauchen auf jeden Fall einen Direktor. Das ist diesmal ein Ökologe, der sich gut mit den Pflanzen auskennt. In den Überschuss können wir auch verkaufen. Das heißt, wir können wieder jede Menge Kohle damit machen. Wir brauchen auf jeden Fall schon mal Psychiater, Direktor, Finanztante und Bauvorsteher. Das heißt, vier Büros bräuchten. Ja? Da sind wir jetzt mal ein bisschen faul und nehmen unsere Standardbüros hier. So. Wollen wir dann 1, 2, 3. Wir gehen auf die andere Seite. Auch so. Machen wir mal direkt ein paar mehr. So, dann haben wir die so. Es ist natürlich doof, dass wir hier kein Fundament haben, ne? Ging ja wirklich nur um die Planung. Wir hätten vielleicht erstmal ein Fundament machen sollen, weil jetzt haben wir hier nirgendwo Fundamente. Das ist schon ein bisschen, Was brauchen wir denn sonst noch fürs schnelle Bauen? Büro des Psychiaters, der hat ein eigenes Büro. Das ist ja was anderes. Gepolstert, das brauchen wir nicht. Ich habe angeklickt, dass wir keine psychisch Kranken bekommen. Das heißt, wir haben nur normale Leute. So, die Büros haben wir. Wir haben eine verbesserte Zelle. Wir haben, was ist das hier? Das ist eine kleine, nein, Gefängniszelle. Das sind mehrere. Einzelzelle, Krankenstation, Shop und so weiter haben wir alles noch nicht. Bücherei. Aber ich möchte auch gerne mal selber bauen. Haben wir einen fertigen Hof. Der sieht eigentlich ganz schick aus, ne? Der hat nur keine Toiletten. Ist ja, was ist das hier? Ein Hain, der ist, glaube ich, neu. Alles, was neu ist, hat ja immer diese Sternchen hier da dran. Okay, den Außenteich könnte man noch mal... Ach, da könnte man auch was Schönes mitmachen. Wir könnten hier sehr viel schöne Dinge machen. Fällt mir gerade so ein. Sehe ich so. Das fühle ich. So, wir tun jetzt erstmal hier gemauert. Ist, glaube ich, erstmal egal. Wir sollten das vielleicht... Gucken wir mal, was 5000 sind, weil ich mache gerne immer alles so als ein Fundament. Ja? Und da baue ich dann die Räume rein, dass das alles passt hier. Das hier muss ja auch noch werden dann, damit es ein bisschen weitergeht. Machen wir das mal schneller hier. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir haben noch 22.000, weil hier muss jetzt auf jeden Fall erstmal eine Rezeption rein und die erste Verwahrungszelle, bevor wir
Aber wir lassen das offen hier und lassen das alles als selbstständige kleine Räume. Dass das nicht alles ein Monster-Mega-Mörder-Knast wird. Ach, mal schauen, mal schauen. Wir tun einfach spontan entscheiden, bevor ich jetzt hier wieder rumdenke. Und sage ich wieder irgendwas, was ich dann doch nicht mache. Das verwirrt auch immer. Ist ein bisschen doof. Okay. So, Büros sind da. Wir könnten schon mal unseren Personal. Den Direktor könnten wir schon mal einstellen. So. Er sollte jetzt eigentlich ein Büro haben, ne? Ja gut. Und den Plan hier könnte ich eigentlich auch wegmachen, weil sonst bleibt er die ganze Zeit da. Geht er? Das meine ich. Oder geht er jetzt weg? Mal gucken. Wenn die fertig sind. Das sind alles Büros. Was wir auf jeden Fall schon mal machen können, ist die Versorgung hier. Einmal Strom. Und einmal Wasser. Was ist hier neu? Solarpaneele? Ein Stromgenerator, der die Sonnenenergie nutzt, kann an mehrere Quellen erneuerbarer Energie angeschlossen werden. Doch der Strom muss erst durch ein Umspannwerk geleitet werden, bevor er in ihr Gefängnis kommt. Das ist ja nice. Umspannwerk, Stromexportmesser. Wir können Strom exportieren. Wie geil ist das denn bitte? Schnellverbindung. Aha. Das ist natürlich nice. Das ist sehr, sehr nice. Gefällt mir. So, die sind fertig. Die sind da noch am Wuseln. Strom, Wasser. Einmal hier durch. Dann hier rein und hier rein. Und muss natürlich auch noch in die anderen Büros hier. So, mach das mal. Wir haben jetzt noch 16 Stunden. Bis unsere Kollegen hier kommen, die ersten. Dann stehen sie halt auf der Straße rum. Wie bestellt und nicht abgeholt. So, können wir die wegmachen hier? Als hat er die weggemacht, ne? Ist aber nicht so schlimm. So, die Wände hier, die muss ich mal wegmachen. Will er das jetzt wieder nicht mehr wegmachen? Automatisches Fundament, Pläne löschen. Okay. Okay, mach das mal, das nervt. Ist da am... Ah, die hat er weggemacht, die aber nicht. Naja, was soll's. Was soll's. Wir müssen gleich mal gucken, was ist das hier? Eine Sammlung von Informationen über die wesentlichen Merkmale der grünen Initiative. Aha. Grundlagen der Landwirtschaft. Umweltfreundliche Energie. Fortschrittliche Landwirtschaft. Bin mal gespannt. Dünger, automatische Landwirtschaft. Krass. Recycling, Gartenarbeit. Da können wir unsere Kollegen, die gleich kommen, alle für einsetzen. Die werden sich freuen. So, seid ihr jetzt hier fertig? Ich würde sagen, wir tun mal 8, 9, 10. Wir stellen mal noch 2 ein. Die da rumstehen und nichts machen. Ihr dürft auch weitermachen. Die sind noch die Wände am Bauen hier, ne? Deswegen geht das nicht weiter. So, weil die halt so lang brauchen. Jetzt haben wir das ganze Holz hier liegen. Das müssen wir noch exportieren. Okay. So, Büro, Büro, alles fertig. Wunderbar. Hier ist wieder. Guck hier. Hat jede Menge Herkulade gegessen. Ach, und ich liebe dieses Spiel, ne? Ich liebe es. Kann ich einfach nur sagen. So. Die sind auch fleißig dabei. Sollen wir mal noch was schneller machen, dass sie weitergeht. Bevor wir nur rumstehen und nichts tun. Aber ich möchte diesmal halt wirklich von Anfang an das Ganze ordentlich planen. Und nicht wieder einfach irgendwas hinklatschen. Hauptsache, wir haben Leute hier, ja? So. Wird natürlich auch ein bisschen dauern, weil wir hier irgendwie erstmal den ganzen Dschungel roden müssen. Bevor es weitergeht. Sehr gut. So, eine Türe brauchen wir. Wände und Türen. Türe. Dann könnten wir keine Zauntor. Große Gefängnistür könnten wir mal hier hin machen. Sehr gut, dann könnten wir hier nämlich so einen Gang hin machen. Ja, vorausgesetzt die Türe kommt. Sehr gut. Dann werden die auf jeden Fall schon mal eingesperrt. So. Schnelles Bauen. Haben wir hier irgendwie eine Rezeption? Ich glaube nicht. Dann machen wir selber Räume. Gucken wir mal. Rezeption ist hier. Wenn wir hier anfangen, so. Machen wir mal so. Rezeption muss von Wänden umschlossen sein. Das kriegen wir hin. Die Wände haben wir hier. Betonwand. So. So. Und so. Müsste groß genug sein, ne? Ja. Brauchen wir wieder eine Türe. Natürlich nur eine Personaltür.
haben die Leute nichts drin zu suchen. Einen Sessel brauchen wir, einen Tisch, klein, oder Eiche und einen Büroschreibtisch. So, wo haben wir das Zeug denn hier bei den Objekten, ne? Ist der Büroschreibtisch. Können wir mal so hier hinstellen. Wir brauchen ein Sesselbüro. Der schön dahin passt. Reicht das dann? Ne, normalen Tisch brauchen wir noch, ja. So, jetzt müsste es reichen. Schauen wir mal. Jawohl. Sehr gut. Also die Vögel zwitschern. Versorgung brauchen wir natürlich wieder Strom hier. Gehen wir schon mal runter. Einmal so rein. Das sollte reichen. Gucken, ob das hier reicht vom Strom her. Haben wir noch einen Kondensator, Gott sei Dank. Der nichts kostet. Den wir gratis mitbekommen haben. Das ist schon mal gut. So, da sind unsere ersten Jungs. Und wir sind natürlich wieder nicht fertig geworden. Das heißt, wir brauchen jetzt die Verwahrungszelle. Räume. Verwahrungszelle. Wie groß muss die mindestens sein? 5x5. Heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6 machen wir mal. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Machen wir mal 9, weil hier ist wieder Strom. Wände und Türen. So, her damit. Wunderbar. Hier muss dann natürlich eine vernünftige Türe rein. Gefängnistüre weiß. Und dann einfach da reinmachen. Die hier müssen wir mal aufmachen, weil sonst kommt hier niemand rein. Entriegelt. Baut mal schnell. Wir brauchen auf jeden Fall Versorgung. Brauchen wir wieder Strom. Hier lang. So. Ach, ist das schön. Ist das schön. Wunderbar. Wunderbar. So, es ist hier natürlich auch die Türe nicht offen, ne? Entriegelt. Bitte baut mal. Was brauchen wir noch? Toilette und Bank. Okay. So, Objekte. Tisch, Tisch, Tisch. Hier ist eine Bank. 1, 2. Machen wir mal 3. So, die Toilette natürlich schön hier hinstellen, so dass jeder dabei zugucken kann. Die freuen sich. Machen wir mal Rohre hier. Geht das so? Nein. Dann machen wir so und legen das hier drunter her. Direkt mit. So, mal gucken, wann da der erste ausbricht. Ich bin gespannt. Das muss gelegt werden. Jetzt brauchen wir vor allem erstmal Personal. Wir sollten vielleicht mal ein paar Wachen einstellen. 5 Stück sollten erstmal für den Anfang reichen. So, diese Zelle hat keinen Zugang zu... Häftlinge in dieser Zelle können nirgendwo essen. Die Armen. Die Armen. Das müssen wir natürlich erstmal ändern, ne? So. Kantine. Schnelles Bauen. Wir müssen eigentlich eine fertige Kantine haben hier. Küche, Kantine. So groß. So groß. Kriegen wir die so hier rein? Lass mal gucken. Ich jetzt hier hinbaue, müsste er eigentlich die Mauer da abreißen, ne? Die hier. Sollte er tun. Jetzt ist er hier wieder auf Pause, warum auch immer. So, jawohl, er reißt die ab. Das ist sehr gut. Gefällt mir. Wenigstens ist er intuitiv. So. Haben wir das? Die Küche. Die brauchen natürlich noch eine... Ne, die Kantine war das. So. Küche brauchen wir noch natürlich noch hinten dran. Aber dann müsste die so hier hin. Aber das machen wir einfach. Kommt so hier dran. Fertig. Sehr gut. Sehr gut. So, und die ersten 8 Häftlinge. Vielleicht kommen schon die nächsten, oder? Wir können ja mal gucken, was wir hier für Programme haben. Ne, Zuschüsse wollen wir. Wir wollen Zuschüsse. Grüne Maschine. Kaufen Sie ein Solarpanel und stellen Sie es auf. Ne, noch nicht. Verwaltungszentrum. Bauen Sie 2 Büros. Stellen Sie einen Direktor ein. Stellen Sie... Ja, das können wir mal direkt machen. Einfache Haftanstalt können wir machen. Und fertig. 25.000 Zuschuss direkt. Das heißt, wir können auch hier oben Finanzen erforschen. Und Sicherheit, Polizeichef. Siehst du, das brauchen wir nämlich alles. So, jetzt brauchen wir hier erstmal wieder Wasser. Was machen wir mal hier hin so? Das Rohr da lang. Jawohl. Strom. Dann so. Und so.
Gucken, das sollte eigentlich reichen dann. Bin mal gespannt. So. Beides hat Strom. Sag mal, ist hier kein Licht drin? Oder habe ich den Nebel des Krieges angemacht, ich Experte? Das wäre natürlich nicht so gut. Dann müssten wir wirklich überall halt Leute haben, ne? Ich meine, ich habe den Nebel des Krieges angelassen. Naja, nur ist zu spät. Blockiert? Was? Warum ist das hier blockiert? Weil ich nichts sehe, oder was? Wir müssen auf jeden Fall noch... Ach, Säuberlinge? Haben wir gar keine, ne? Können wir nicht einstellen. So, die Türe hier muss natürlich zu sein. Das heißt... Ach, wir können noch gar keine Patrouille machen. Das heißt, wir sehen hier zwangsläufig noch nichts am Anfang. Die sind alle hier drin und wir wissen nicht, was sie machen. Das ist doof, aber okay. So, auf der einen Seite doof, auf der anderen Seite cool, weil so müssen wir halt auf jeden Fall überall Überwachungskameras und so weiter bauen. Das muss mal zugemacht werden hier. Das sind schon ja die nächsten Aufgaben. Ah, hier sehen wir das. Zwei Stück. So, jetzt sehen wir das. Was fehlt noch? Bauen Sie eine Dusche, bauen Sie einen Hof. Stellen Sie einen Buchhalter ein. Haben wir einen Buchhalter, den müssten wir erforscht haben, ne? Genehmigt. Sehr gut. Heißt, dann gehen wir jetzt erstmal in die Verwaltung, weil wir wollen hier die Reinigungskräfte haben. Die gute alte Consuela, die ist wieder mit am Start. Fundament? Nein, Wände reichen. So, wir nehmen eine ganz normale Betonwand hier. Lassen mal zwei frei. So. Brauchen jetzt Böden, auf jeden Fall. Gepolstert? Nein, weiße Fliesen hätte ich gerne. So. Und dann brauchen wir noch Wände, Türen, Böden, Objekte hier, ne? Genau, einen Abfluss brauchen wir. So. Die Tür ist immer offen. Ach, jetzt sind die eingemauert hier, weil keine Tür mehr da ist, ne? Ich Experte. Da muss natürlich noch eine Türe hin, eine Gitterwand. Cool. So, eine Gefängnistür. Eine da. Bitteschön, Leute. Macht die Türe rein. So, jetzt könnt ihr euch auch wieder bewegen. Sehr gut. Das wird gebaut. Wir brauchen natürlich Duschköpfe. Da ist der Strom aus. Das macht aber nichts. Kommt jetzt gleich wieder. So rum. Und so rum. Soll ja ordentlich aussehen, ne? Soll ja ordentlich aussehen. So, Versorgung. Kondensatoren. Noch ein, zwei dran. Machen wir mal. Dann müssen wir zusehen, dass wir ratzifatzi wirklich die Überwachungskameras kriegen. Dass wir hier mal was sehen. So, alles gebaut. Wir können es wieder nicht abreißen, sondern einschalten. Jetzt sollte es wieder laufen. Jawohl. Zack, ja, Küche sieht aus wie Sau. Versorgung. Hier hin. So. Sehr schön. Sehr schön. Oh. Going green. Der venezolanische... Sagt man das so? Venezolanische Dschungelknast. Ah. Schöner Dschungelknast hier. Going green. Nice. Bin mal gespannt, was wir hier wieder so hinzaubern werden. So. Wunderbärchen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Licht ist hier an. Wir haben halt nur keinen da drin. Ne? Personal. Brauchen wir noch einen Buchhalter. Blockiert, weil du nichts siehst, ne? Aber die geht direkt in ihr eigenes Büro hier, das passt schon. So, wir haben zwei Köche, wir haben fünf Wachen, wir haben das. Jetzt lass mal gucken hier. Wo sind die denn? Da ist die Überwachung. Da brauchen wir erstmal den Sicherheitschef. So. Und Consuela brauchen wir. Benötigt Vorarbeiter, den kriegen wir auch ganz schnell. Den haben wir nämlich da. So. Wunderbar. Wunderbar. Was fehlt jetzt noch? Die Dusche haben wir. Die müssen wir nur gerade ausweisen. Dup, 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 dup. Räume. Wo ist die Dusche? Rammfeld, Obstgarten, Gemüsebeet. Hier alles neu, ne? Richtig cool. Ortssaal. Nein. Dup, 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 dup. Ja. Gibt's noch mehr? Sollte es. Müllraum? Nee. Lagerraum, Küche, da ist die Dusche. So. Guck mal hier, es wird auch immer gehighlightet. Und trotzdem sehe ich es nicht, ne? Das ist halt Ede.
Das ist halt Ede. So, wir könnten hier noch eine Türe reinmachen. Einfach damit das Ganze nochmal mehr wie Gefängnis aussieht. Dann noch die Wände. Ganz normale Betonwand. Ich höre nur. Ah! Echt nur? Ah! Mehr nicht. Wir sollten ihn aber mal hier in ihren Regeln auch ein bisschen Essen einpacken, ne? Das interessiert uns nicht. Tagesplanung hier. Freizeit, Dusche um 8 Uhr. Dann machen wir jetzt mal, wo ist es hier? Essen. Ach da, um 1 Uhr, 2 Uhr und um 8 Uhr, 9 Uhr haben wir. Okay, dann können sie ja essen gehen. Passt ja. So, können wir jetzt mal hier Consuelas? Die sind genehmigt. Überwachung. Das müssen wir direkt machen, damit wir was sehen. Jetzt können wir Hausmeister. 1, 2, 3, 4, 5. Die müssen hier unbedingt auf jeden Fall sauber machen. Weil du siehst ja, wie es hier aussieht, ne? Einfach nur bäh. Einfach nur bäh. Jetzt sehen wir, wie die hier drin hängen. Was haben die denn alle hier? Ich glaube, die müssen alle einzelhaft. Kann das sein? Hygiene und was weiß ich. Dusche ist da, aber es ist niemand da, der sie ihnen hier aufmacht. Kann das sein? Müssen wir gucken. So. Wir brauchen noch einen Hof. Wo machen wir den hin? Wo kommt der Hof hin? Ich würde sagen, wir machen hier unten das Fundament ein bisschen weiter. Gebäude gemauert, habe ich jetzt natürlich hier genommen, ne? Müsste dann aber so weitergemacht werden. Fahren wir mal bis hierhin. Und bis hierhin so, dass wir den haben. Wo das schon ziemlich eng ist, muss ich sagen. Aber jetzt ist es zwei breit, jetzt bleibt es zwei breit. Zur Not können wir es nach außen hin noch eins breiter machen. Benötigt Sicherheitschef, den müssen wir auch noch einstellen. Den haben wir hier. So. Muss ich erstmal merken. Wir haben zu viele Häftlinge in unseren Verwahrungszellen. Oh, nein. Echt jetzt? Vielleicht sollten wir das mal ausstellen erstmal. Voll belegen. Geschlossen. Wir nehmen erstmal keine mehr, bis wir die hier untergebracht haben. So, das heißt, da müssen wir gerade die Wände abreißen. Wände abreißen. Die und die. So, dass wir hier durchkommen. Jawohl, jetzt kommt das auch noch, ne? Wird's bald? Yes. So. Können wir nämlich Folgendes machen. Die werden wahrscheinlich, das heißt wahrscheinlich, die werden hier drüber wieder abhauen. Wenn wir das jetzt einfach so zumachen. Und hier eine Tür rein. Aber so haben wir erstmal wieder ein bisschen Platz, ne? Und können in Ruhe wieder neue Leute holen. Die kommen eh nicht weit im Dschungel hier. Wir haben direkt, was weiß ich hier, Malaria. Werden von giftigen Schlangen gebissen, hast du nicht gesehen. Der Wand, Türe, nein. Gefängnistür, grau. Ich hätte gerne eine große Gefängnistür, rot. Groß. Machen wir mal zwei Stück hier rein. So. Sehr gut, jetzt können sie essen. Das ist auch schon mal super. Freut mich. Wir müssen Böden, Betonplatten legen. So. Und so. Forschung. Informationen, Einsatz, das hier hätte ich gerne. So. Alles klar. Das haben wir, Landwirtschaft, Gartenpflege, das ist uns erstmal ein extra Zuschuss, könnten wir auch noch erforschen. Erstmal die kleinen Sachen. So, Räume, wo ist der Hof? Da ist der Hof. Machen wir mal so und so. 5x5 groß ist er. Da kommen jetzt natürlich noch ein paar Objekte drauf. Was brauchen wir? Wir brauchen Flutlicht. Geht das so? Könnte man mal eins hier hinstellen. Habe ich noch nie. Gucken wir mal, wie das aussieht. So, ein Ventilator. Reifengerät. Ein Heavy-Portenaufgerät, an den sie klettern üben können. Erfüllt das Trainingsbedürfnis. Okay. Das wäre doch mal ganz cool, wenn wir so eins hier hinstellen. Aber irgendwie darf es das nicht, ne? Ah, jetzt. Okay, ja, weil hier wer rumläuft, ne? So, eins. Ein paar Telefonzellen. Stellen wir mal hin. Das ist echt verzwickt, ne? Sobald da keiner rumläuft und du nicht siehst, kannst du hier nichts bauen. So wie es aussieht. So, ein Sandsack, eine Hantelbank. Darfst alles hier hinstellen. Ist ja lustig. Okay, wir haben auf jeden Fall, haben wir jetzt erstmal unsere Grundbedürfnisse erfüllt. Das heißt,
Die können hier in den Hof gehen, die haben was zu essen, die können duschen und sitzen halt hier rum. Jetzt brauchen wir uns, was heißt brauchen? Wir müssen uns noch um einzelne Zellen kümmern auf jeden Fall, so dass es denen gut geht und nicht wie die Hühner auf der Stange da in der Verwahrungszelle sitzen. Ne? Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. In diesem Sinne, ciao mit V.